Also hier sind wir im unteren Teil des Kellerwaldes und wir haben hier eine Situation, wie sie eigentlich, ja, wenn ich so ein paar Aspekte da wären, die das Bild trüben. Aber normalerweise würde man sagen, schöne Verjüngung. Es gibt wunderbare Buchen, Eichen. Es gibt sogar noch Eschen, die einigermaßen gesund aussehen. Aber wir sehen es, dieser Anblick ist natürlich katastrophal. Hier sterben wirklich massenhaft alte Buchen ab. Hier sterben aber auch alte Eichen ab. Man sieht die Bäume zerfallen in einer wirklich extrem großen Geschwindigkeit. So Wälder werden auch noch zertifiziert als nachhaltiger Waldbau. Das ist es mit Sicherheit nicht mehr, sondern hier überwiegen eindeutig wirtschaftliche Interessen. Also das, was wir hier gerade sehen, ist eine waldbauliche Katastrophe. Und die Folgen sehen wir hier. Ein vollkommen komplett zerstörter Waldboden. Mit Spurrinnen von gigantischem Ausmaß. Nicht nur an einer Stelle, sondern hier überall durch den Bestand. Also das hat nichts, aber auch gar nichts mit nachhaltigem Waldbau zu tun. Das muss man hier mal deutlich sagen. Was wir hier haben im Kellerwald, extrem erhöhte Rotwildbestände. Und das hat was mit falscher Jagdausübung zu tun. Früher war es der Adel und jetzt ist der Geldadel, der hier sein Unwesen treibt und von Waldbau keine Ahnung hat. Am Ende nur darauf wartet, dass ein großes Geweih vors Gewehr läuft. Das ist eine der extremsten Stellen hier im Hohen Kellerwald. Hier ist ein Buchenbuschwald. So müsste es sein, so könnte es sein. Das ist der Zustand, der hier seit ein paar Jahren herrscht. Sämtliche Bäume sind verbissen. Und man kann sich vorstellen, welche Größenrudel hier notwendig sind, um flächenhaft dieses Gebiet abzuweiden. Anders kann man es ja nicht nennen. Dieser Baum geht ein, der wurde fast komplett geschält. Der ist zwar von oben noch grün, aber er wird absterben. Und das ist hier überall. Hier, der ist geschält. Der ist geschält. Der ist geschält. So schädigt man eigentlich schon einen mindestens 30 Jahre alten Baum, der 30 Jahre gebraucht, um so groß zu werden. Und jetzt geht er ein. In allen unseren Zukunftsszenarien hat der Wald eine Riesenbedeutung für den Klimaschutz. Er ist der CO2-Speicher. Das heißt aber, ich muss ihn auch vorsichtig nutzen. Wenn ich den Wald abholze und verbrenne, dann ist er kein CO2-Speicher mehr. Und man sollte jetzt nicht erwarten, dass irgendwo aus Brüssel oder aus Berlin die großen Entscheidungen fallen. Dem Wald zu helfen, ist erstmal, diese Entscheidung fällt primär vor Ort.